Moin, liebe Leute hier am Dienstag, herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Alice 19, Nordfriesische Marsch 1-4 mit Gräben. Ja, wir sind immer noch auf Feld 1 dabei, die letzten Strohreste einzusammeln, wollen nichts verkommen lassen. Und dann wollen so viel wie möglich natürlich verkaufen, wir können jeden Cent gebrauchen. Geld machen ist ja im Moment noch so ein bisschen anstrengender hier auf der nordfriesischen Marsch als früher. Früher habe ich die Brauerei angeschmissen und war reich. Das geht noch nicht. Da ist noch kein Fabrikskript, beziehungsweise Global Company wird das ja jetzt heißen in Zukunft. Das gibt es ja noch nicht, aber das kann auch nicht mehr so mega lange dauern. Ich glaube, dass die bei Alice Mod Company schon ganz gut dabei sind. Dann geht das nämlich richtig rund. Schon was. Jetzt habe ich schon einen halben LKW voll, einen halben Anhänger voll. Vielleicht kriege ich den noch ganz voll. Dann doch mehr rum, als ich dachte. Bringt uns die Arbeit hier doch ganz schön Kohle ein. Hatte eben schon etwas über 3000 Euro. Und das meiste davon war, also mindestens die Hälfte war schon drin im Wagen. Aber wenn ich hier in insgesamt 4.500 Euro mehr abhole, als wenn ich das alles einfach untergrubbe, ist das schon richtig Asche. Wegen so einem Klecks würde ich normalerweise hier nicht hinfahren, aber da ich sowieso hier bin. Was sollen wir denn jetzt nächstes anbauen? Ich muss gleich mal gucken, was dann richtig Kohle bringt. War es das jetzt schon? Damit alles hier vom Feld? Da muss ich gleich erstmal gucken. So, einmal quer rüber. Ich war mir nicht sicher, ob hier noch irgendwo was ist, was ich nachträglich gedroschen habe, wo der vielleicht noch nicht rübergefahren ist. Dann fahren wir nochmal zum Heizkraftwerk, verkaufen den ganzen Rotz. Dann können wir mal gucken, was Feld 17 macht und können vor allem auch hier oben was ansehen.
Ja, ich habe also auch endlich dieses Enhanced Vehicle aktiviert gekriegt. Dass ich also wieder auch Shuttle-Control unter anderem habe. Frag mich nicht, warum das bei mir mit der Tastenbelegung nicht ging. Ich habe dann in einer XML-Datei rumeditiert und habe mir das eingeschaltet. Und jetzt spielt das. Jetzt kann ich wieder, so wie ich es kenne, in Rückwärtsgang schalten. Alles wird gut. Ah, jetzt haben wir nur noch, jetzt haben wir irgendwie 1500 Euro, kriegen wir jetzt. Nein. Hier aus. Feld 17, haben wir Hafer drauf. Ist im Wachstum. Muss geflüchtet werden, ja. Einmal gedüngt. Das heißt, wir können es eigentlich gleich nochmal düngen. Ja, das können wir ja machen. Fahren wir zum Hof. Ich stelle mal die Spielgeschwindigkeit wieder runter. Einfach nur, dass wir dann nicht das Düngen verpassen auf dem Feld. Und dann beim Säen gleich sowieso. Aufpassen dann. So. Liebe Leute, wer fährt zur FarmCon? In 4 Monaten ist FarmCon, fast. Also ich plane hinzufahren. Ich habe gestern schon gesagt, ich habe jetzt ein Ticket gebucht. Ich habe auch schon ein Hotel gebucht. Mit der Bahnfahrt warte ich noch. Da gibt es im Moment keine tollen Sparpreise. Ich hoffe, dass sie noch billiger werden. Ich hoffe, dass sie nicht nur teurer werden, aber... Es ist natürlich genau Ferienzeit. Das heißt, da weiß man dann nie, was da jetzt so kommt. Ich wollte mir gleich eigentlich noch eine Werkstatt eben kaufen. Genau hier platzieren, da wo ich das in unserem Multiplayer-Spielstand auch habe. Oder wenn ich die für 28.000 habe.
So, das ist doch schön. Da. Und dann mich reinfahren. Und können wahrscheinlich direkt beide reparieren lassen. Wobei, jetzt komme ich nicht an den Trigger ran, ne? Haben wir doch jetzt schön hingekriegt. Jetzt können wir den wegbringen. Kann es hier mit unserer Arbeit losgehen? Endlich wieder richtig in den Rückwärtsgang schalten können. Also, erstmal das Ansäen starten. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir denn überhaupt ansehen wollen hier mit unserer Condor. Was wollen wir denn? Was bringt denn am meisten Kohle? So. Das ist 706. Sonnenblumen will ich eigentlich nicht. Sojabohnen. Viel. Mal Hopfen mal machen. Und Sojabohnen. Ja. Machen wir mal Sojabohnen. Also. Sojabohnen. Da haben wir sie doch. Das lassen wir von Cosplay machen. Und wir fahren dann selber auf Feld 17 und düngen das nochmal. Aktuelle Fahrzeugposition, Vorgewende, ja, da können wir wohl 4 oder 5 machen. Scharf machen wir die. Nee, will ich nicht. Kurs berechnen. Speichern. 1. 10 Meter. Scharf. Das jetzt mal. Hallo? Jo, damit ist diese Folge vorbei. Leute, ihr hört es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Einschalten, Kommentare, Likes, Abos.
Ihr wisst es. Ja. Er seht an, alles gut. Ja, dann schaltet doch gerne morgen wieder rein zur nächsten Folge, morgen um 10 oder heute Abend in den offenen Multiplayer-Livestream. Ihr könnt mitspielen ab 15 Jahre, das ist neu. Stammspieler könnt ihr erst ab 18 werden, aber mitspielen könnt ihr ab 15. Guckt euch die Regeln an, friesenjung13.de, und da gibt es dann YouTube-Multiplayer oder so, und da gibt es dann auch die Regeln und da gibt es auch eine Modliste. Ladet euch die Mods runter, kommt dann heute Abend in Teamspeak und dann könnt ihr dabei sein und mitspielen und uns helfen. Nur wenn ihr wollt, ihr müsst natürlich nicht. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch und sage ciao.